Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloud Catcher Chronicles. So, wir sind hier in einem Dörfchen, haben auch schon die Quest von der Schreinergilde angenommen. Die brauchen dringend unsere Hilfe. Wir brauchen noch einen Nagel dazu. Blanken haben wir genug, aber Nagel fehlt noch und es gibt noch haufenweise Quests für uns. Wer bist denn du? Gotha. Ah, sie ist der Sohn? Die Kinder. Achso, sie ist die Tochter von dem Typen da hinten, ne? Tische, Stühle, bäh. Ich möchte wirklich keine Möbel machen. Aber wenn ich gewinne, kann ich mit dem gewonnenen Holz wunderschöne Gebäude bauen, wie ich immer wollte. Oh. Hey, kannst du mir mehr Goldminze bringen? Es ist die perfekte Holzbeize und wird Vater total beeindrucken. Wo kriege ich das her? Das ist mein Problem, ne? Hi. Oh. Ah, der Sohn von ihm. Oh. Warum macht Vater das? Ich möchte nicht mit Gotha konkurrieren. Ich möchte meine eigenen Träume erfüllen. Kannst du Kernholz für mich besorgen? Es ist ein seltenes Holz, das mir den Sieg sichern wird. Ja. Du bekommst das Holz vom Wildoberbaum, der südwestlich von Springmoor wächst. Er hat es was gut, dass wir die Quest schon haben. Und wer bist du? Oh. Liora. Hallo. Tova ist zu streng mit den Kindern. Ich weiß, sie geben ihr Bestes. Sie haben einfach andere Träume als Möbel zu machen. Ich möchte Tova zeigen, dass sie schaffen können, wenn sie zusammenarbeiten. Aber ich brauche deine Hilfe. Mit dem richtigen Material könnten sie etwas machen, auf das Tova stolz ist. Kannst du mir die Dinge auf diese Liste bringen? Okay. Und die nächste Quest? War das jetzt wieder die mit Waren? Achso, bestellen, ja, okay. Okay. Dieses Rufzeichen irritiert mich immer ein bisschen. So, ich bin total überfordert. Ein bisschen. Questbedingt. Geschichte zweier Brüder, ein Händchen für Nagelfisch, das haben wir immer noch nicht abgegeben, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen abzugeben, ich bin so schlau. Geschichte zweier Brüder, war das das? Alternativ 1 hilft Liora, Alternativ 2 hilft Gotha und Kleber, geformte Blanken? Goldminze, Kernholz. Das heißt, man kann nur entweder oder schaffen. Ne? Also ich möchte auf keinen Fall, dass sich die Geschwister zerstreiten. Ich möchte gerne der Mama helfen. Also Liora. Das heißt, Blanken hätten wir genug. Nägel, Kleber, geformte Blanken brauchen wir noch. Wo auch immer wir das herkriegen. Aber das wäre mir persönlich am liebsten. Ich mag es überhaupt nicht, da ich selber auch zwei Schwestern habe. Dass sich Geschwister zerstreiten. Das gehört sich nicht. Man ist eine Familie. Man sollte an einem Strang ziehen. Und ich bin der Meinung, ja, das ist richtig. Hättest du geformte Planken vielleicht? Zufällig? Holzbalken. Kernholz? Holz, Stock, Bündel, Bogen, Seide, Leder, Goldminze. Aha, das könnte man hier alles kaufen. Geformte Planke, perfekt. Ich hätte gern das hier. Einmal. Ich hätte auch gerne, bitte, Nägel hat man, glaube ich, gebraucht. 27 sind zu viel. Eines darf mir reichen, glaube ich, ein Nagel. Dann haben wir gebraucht blanke Haarmaschinen. Was hat sie noch wollen? Scheiße. Das habe ich jetzt vergessen. warte. Zum Verkaufen würde ich sagen, nehmen wir das hier. Und zwar 10 Stück. Die Blume, die fanden wir eh recht leicht. Würde ich sagen, tun wir mal handeln. Weil da weiß ich, das brauchen wir sicher. Also Kleber, genau, das war's. Bitte, hoffentlich hat der noch einen Kleber für uns. Ja, perfekt. Ein Stück reicht mir. Weil ich möchte unbedingt auf alle Fälle
Wie gesagt, nicht, dass die Kinder sich zerstreiten müssen, das wäre mir gar nicht lieb. 20 kostet Kleber, gute Nacht. Die Liane wäre gut, da können wir 4 verkaufen, hätten wir auch 20. So, passt. Dankeschön. So, wo ist jetzt die Mama? Mami ist jetzt da. Achso, das ist die Schreinerin, genau. Die Mama war jetzt hier, glaube ich. Hi, du, ich habe was für dich. Und schau, pass auf. Ha. Oh, vielen Dank. Ich weiß, dass wir die beiden glücklich machen. Das hoffe ich sehr. Ja. Also, Kinder, was habt ihr für mich? Mit Mutters Hilfe haben wir etwas anderes gemacht, als du verlangt hast. Wir haben unterschiedliche Talente und Träume, Vater. Und anstatt zu vertief, zu ver, was, verteifern? Wetteifern. Ich kann nicht mehr lesen. Und anstatt zu wetteifern, haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Ne. Ah. Toba, unsere Kinder müssen ihren eigenen Weg in der Welt gehen. Und sieh nur, was sie gemeinsam gemacht haben. Ja. Schön, dass ihr beide glücklich seid. Bitte folgt euren Träumen, Kinder. Ihr habt unsere volle Unterstützung. Das sind gute Eltern. Das sind sehr gute Eltern. Vorbildlichst, muss man echt sagen. Ich brauche noch mal einen Nagel, glaube ich. Und Planke habe ich ja. Wo war jetzt der Händler? Da. Bitte noch einmal einen Nagel. Hoppala. Entschuldigung. So. Gegen. Was kostet der? 2 kostet der nur. Dann können wir hier 2 Blumen geben. So. Ja. Passt. Dann können wir das jetzt bei Martha abgeben, bei ihr. Hallo. So. Ich sehe, du hast alles, womit ich gebeten habe. Gut. Du wirst zu uns passen wie ein sauber gearbeitetes Verbindungsstück. Da du deine Kompetenz bewiesen hast, kannst du bei der Reparatur der Fähre helfen. Geh zu den Docks und sage Rex, dass wir in Kürze anfangen. Schreinergilde abgeschlossen. Sehr gut. Dann gehen wir noch schnell zum Rexi. Rex, Rex. Der war jetzt irgendwo. Ah, verkehrt. Egal. Da drüben, ne? Bling, bling. Neues Rezept: Futterdruck. Boah, jetzt geht's um. Kleber können wir jetzt herstellen. Hackenzaun. Heckenzaun. Hackenzaun. Schreinerset. Nägel können wir herstellen. Wie cool. Wasserdruck. Holzbalken. Alter, da geht's jetzt ab. Holzplatten. Können wir mehreren Gilden beitreten? Oder habe ich das jetzt da schon voreilig für mich entschieden, beruflich? Da steht halt alles, was wir bauen dürfen und können. Ich glaube, wir dürfen da bei allen Teilen, also bei allen, bei den anderen auch, bei den anderen Gilden auch mitmachen. Ich würde gerne mal das herstellen. Schreinerset. Die grundlegende Ausrüstung eines Schreiners. Ich habe es jetzt mal versucht. Ah, dafür braucht man ein Schreinerset für den Balken. Okay. Aha, für jedes braucht man ein Schreinerset, um sowas herzustellen. Tiergehege groß. Braucht man nicht mehr kaufen. Das ist halt schon cool. Muss man schon sagen. Also diese Hecke gefällt mir gut. Kleber vor allem. Zwirn. Geheimnisvoller Samen. Braucht man. Okay. Stockernhaufen und Kleber 2. Okay. Tiergehege klein hat die eine gebraucht und noch was, glaube ich, ne? Da braucht man Nägel, Kleber, Holzplatten und Holzbalken. Okay, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, so langsam. Dafür brauche ich jetzt überall eines. Das heißt, einmal Nagel, einmal Kleber. Holzbalken einmal und Platte einmal. Da brauche ich jetzt das einmal und das ein. Oh, Schreinerset und Kleber 2. Schreinerset 1. Ah, da fehlt mir Wasser. Ah, das ist kein Problem. Das konnten wir, glaube ich, irgendwie herstellen mit Lian. 1, 2, 3. Ich mache mal gleich 4 so. Ein Kleber, 2 Kleber. Das konnten wir jetzt herstellen. Was brauchen wir jetzt noch?
Das Schreiner. Kleber habe ich doch. Achso, Schreiner und Kleber. So, jetzt passt er. Gut, den können wir mal herstellen. Das hat, glaube ich, eine Quest gebraucht, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt. Oder war es das Große? Oh oh. Oh oh, ich glaube, das war das Große, ne? Nicht das Kleine, ich habe mich vertan. Gegenstände zu Mini, glaube ich, war das, oder? Obwohl klein. Boah. Hui, und Nieten brauchen wir 11. Die kann ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine andere Gilde. Aber das Tiergehege klein haben wir schon mal. Boah, ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Stelle als Schreiner für die jeweilige Gilde Sachen im Wert von 1000 her. Bisher 540, okay. Das ist machbar. Mannschaft, Nagelfisch, Furzdings, Blanke. Im Dorf auf Hilfe stoßen. Das war das. Okay. Das geht eh noch nicht. Mannschaft. Ich würde sagen, wir mal so. Hi. Oh, hoppala. Gut, es blendet. Oh, du hilfst bei der Reparatur. Heute muss mein Glückstag sein. Unter Martha Maserungs Anleitung reparierst du die Fähre. Cool. Danke für die Hilfe. Wann immer du willst, bringe ich dich rüber über den Kanal. Halte dich nur von dem verfluchten Königreich dort drüben fern. Ein böser Ort ist das. Im Dorf auf Hilfe stoßen, abgeschlossen. Supi, die Fähre ist wieder ganz. Das ist sehr, sehr gut. Holzplatten. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich das machen möchte, weil wir haben hier noch so viele Sachen zu machen. Und ich glaube, ich möchte lieber gern zuerst die anderen, zumindest was möglich ist, noch machen. Mit Aeri sprechen. Wie soll das... Achso, wenn ich rüberfahre ins Königreich. Ah, dann klappt das. Okay. Und zwar, falsch, die nächste Quest möchte ich schon gerne machen. Die Blanken mal, ja. Die möchte ich schon gerne machen. Das möchte ich abgeben, das wäre noch eine recht schnelle Quest. Dann möchte ich zurück nochmal zum Goldsee. Da möchte ich das auch noch abgeben. So, das habe ich noch fix. Ah, den ist wieder, glaube ich, gespawnt. Erze, oder? Spawnt das überhaupt wieder? Na, da ist noch nichts gespawnt, ne? Nein. Kann das wieder spawnen? Ich hoffe. Wahrscheinlich braucht das nur mega lang. So. Und zwar, wenn ich jetzt hochlaufe, bin ich gespannt, wo ich da mal hinkomme als erstes. Ich glaube schon, dass das, zumindest ich hoffe, dass das in der Nähe ist dann vom... Ah, was sehen meine Äuglein? In der Nähe vom Sägewerk, wollte ich sagen. Da schau mal. Da haben wir hier wieder was für uns. Zack. So, gleich die Schwammerl mit eingepackt. Eine schöne Truhe. Das heißt die Schwammerl. Und jetzt Überraschung. Ein Kontebad? Wat? Ich meine schon was fürs Gesicht, denke ich mal, ne? Kontebad. Ein Zylinder haben wir da. Wat? Da. Ja. So. So muss das ausschauen. So, das passt perfekt. Ich bin jetzt ein echtes Mannsweib. So, zu Ehren aller Männer, weil ihr Männer euch immer uns Frauen da anpassen müsst, weil wir so feminin sind, sind wir jetzt mal, bin ich jetzt mal für euch zuliebe männlich. Jawohl. Ich bewundere die Männer wirklich, die wirklich so einen schönen langen Bart haben. Was ihr da Pflege reinstecken müsst, ist ja unwahrscheinlich. Dass man das auch mal zur Kenntnis nimmt, ne? Und auch mal hier anspricht und auch loben tut. So, weil wir Frauen tun ja immer sonst meckern. So. So, jetzt gehen wir mal auf die Berge. Vielleicht sehen wir auch eine Ziege. Wahrscheinlich gibt es da so eine Mischung aus Ziege und Steinbock dann irgendwann mal. Boah, das ist aber schon schön da alles zusammen. Hey, ein Bergsee. Waren wir da nicht schon bei dem Bergsee? Da waren wir, glaube ich, ne? Können wir reinspringen. Das wäre sehr erfrischend, glaube ich. So. Ui, da sehe ich wieder Erzilein. Oh, Erzilein. Komm zu mir, du Erzilein. So.
Gibt es noch mehr Erzilein? Da oben vielleicht? Erzilein? Bist du Freund oder Feind? Was ist denn das? Stein der Weisheit. Zeuge den Weg. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Was? Ja? Hast du Erz? Danke? Denke ich. Ist das das Pflanzl, was wir da angesetzt haben? Also, das schaut echt komisch aus. Hoffentlich frisst es uns nicht. So. Ist das da auch so ein Baum, den wir angepflanzt haben? Da drüben ist noch ein Platz frei. Ich glaube schon. Das schaut schon irgendwie cool aus, oder? Diese Fragezeichen-Sämlinge. Was denn? So. Interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte, die Kamera. Hier war jetzt irgendwo, da ist ein Fleck. Genau. Quack, quack. So, einmal ansetzen. Quack, quack. So. Quack, quack. Also das sind schon coole Bäumchen, muss man schon sagen. Tatsächlich, das sind wirklich unsere Fragezeichensamen. Wo wir nicht wissen genau, was es ist. Da kommt so Schönes dabei raus. Nicht schlecht. Ich wollte die Blumen mitnehmen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich will so vieles und die kommen wieder zu nichts. Ja. Ja. Da drüben war das Sägewerk, oder? Ich guck mal kurz. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich war. Wohin? Na, das war nicht das Sägewerk. Ach, Zocki. Das war jetzt hinter mir irgendwo, glaube ich, ne? Es wird ein anderes Haus. Kann das sein? Ja, mit Quest sogar. Oh, ist da ein Geist? Hi. Na, wer bist denn du? Felix Fallensteller. Ah, kriegen wir auch eine Falle. Hallihallo. Ich hörte, du betreibst Handel. Oh, schau nicht so überrascht. Klatsch verbreitet sich schnell wie der Wind. Ich bin Jäger, aber nicht nur. Ich bin auch Fallensteller und manchmal sogar Gerberer. Ich sage dir was. Ich zeige dir, wie man eine Falle macht. Und du siehst, ob du mir... ob du mir einen Pelz besorgen kannst. Fallenstellen ist immer mit Risiko verbunden. Aber wie heißt es so schön? Wer wagt, gewinnt. Danke. Und da ist etwa ein Geisti. Klixi. Hallo. Wow. Hi, du. Ich habe da drin vollkommen die Zeit übersehen. Asche auf mein Haupt. Ab sofort reise ich mit dir. Gott sei Dank müssen wir denen kein Essen geben. Da wären wir ganz schön arm dran. So viele Mäuler zu stopfen, dass wir, ja, so einen großen Rucksack hätten, können wir gar nicht tragen, glaube ich. Fallenstellen. Ja. Jetzt wird das Spiel brutal. Ah, warte, ich wollte pflanzen. So. Ich komme immer noch nicht zu meinen, zu unserem Bauernhof. Es ist schrecklich. Schrecklich. Ich lasse mich da immer ablenken und sehe dann da wieder was und dort wieder was und dann drehe ich mich im Kreis und dann ist da schon wieder mehr und dann... So. Schauen, ob wir hier Sämlinge kriegen. Das wäre ganz famos. No. Nein. Dafür Blumi. Nee. Jo. Gut. Ja. Ich schneide noch ein bisschen Gras, würde ich sagen. Der Part ist immer noch zu Ende. Das passt auch. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Gott sei Dank. So, da ist noch ein Blumi. Alter Schwede, ne? Boah, da ist... Also, das geht schon weit hier. Das ist sehr weitläufig.
Das ist keine Beschwerde, aber das ist unglaublich, was man hier entdecken kann. Aha, was haben wir hier schon wieder? Was ist das? Sonne. Ein Altar mal auf jeden Fall. Vielleicht tut sich hier was, wenn es hell ist. Muss ich mir merken. Ich schaue mich hier nur ein kleines bisschen um. Aha, da können wir das anpflanzen. Wie viel habe ich noch? Ein. Oh je. Das ist natürlich nicht viel. Bitte. Ja, wir haben Glück. Wir haben Glück, Glück. Zum Glück, Glück. So. Zum Glück. Gibt's hier Sämlinge? Zum Glück. Gibt's hier Sämlinge? So. Zack. Das ist schön, das ist toll. Das ist schön, das ist toll. Lalala. So, wir müssten jetzt 6 Geister haben, alles zusammen. Das heißt, ich hoffe, dass wir hier weiterkommen. Boah, 7 haben wir schon, aber wir brauchen 8. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Dapsel, dapsel. Dapsel, dapsel. So. Hopp. Ah, hier können wir das pflanzen. Super. So. 143, okay. Es wird. Ah, wusch, wusch, wusch. Ich komme schwer nicht zu meinem Bauernhaus. Es wäre echt schön, diesen Reisepunkt da zu machen. So, dann wieder ein Sämling, das ist super. So, dann gehen wir ein Stückchen weiter rauf. Schaut es auch aus, als wenn wir hier ganz doll was anbauen, also anpflanzen könnten. Ist da eine Katze? Hallo! Die ist aus süß! Da schnurrt sie wieder. So ein süßes Katzi. Oh, wieder eine Truhe. Grünes Shampoo. Ja, wenn wir mal was Ausgefallenes haben möchten, können wir es uns hier überlegen. Immer schön sammeln. Das ist alles Geld. Ah, da kann man es anbauen. Anpflanzen. Eines habe ich, glaube ich, noch. Jawohl. Sehr gut. So, zack. So, wo kommen wir da schon wieder hin? Aha. Was sehen meine Äuglein? Zack. Achso. Nix. Nur ein Spinnennetz, aber nichts sonst. Okay. Oh, da stürmt es gerade. Lalalala. Lalalala. Aha, da haben wir wieder Düsternis. Und Erzi. So, immer fest drauf. Mal schauen, ob wir hier durch können. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, jawohl. Ich glaube, sie 8. Na, 6. Man braucht 7 oder 6. So irgendwie herum. Ich habe zu schnell gedrückt. Entschuldigung. So, auf jeden Fall haben wir genug. So. So, ui, da haben wir wieder was für uns. Zack. Aha. Da geht es aber nicht weiter, ne? Nein. Wow. Da sind wieder ganz außergewöhnliche Bäumchen. So, Wild-Obur-Samen. Ah, da haben wir schon. Wild-Obur-Samen. Ja, apropos Sämlinge. Da darf ich auch wieder welche brauchen. Ganz viele sogar. Und es gibt weit und breit kein Gras. Was schwebt denn da drüben? Schau mal. Da oben, da drüben schwebt was. Ah, das ist das mit der Sonne hier jetzt, ne? Aha. Aha, okay. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Ich werde nur schnell ein paar Bäume hier fällen. Vielleicht haben wir ein Todglück und wir kriegen haufenweise Sämlinge. Kernholz. Ah, von denen kriegt man das Kernholz. Okay. Ja, ist wurscht. Tatsächlich, schau mal. Wir haben was bekommen. Da pflanze ich gleich mal. Bald sollte ich mich vielleicht beeilen, gell? Oh, Mann. Ins Dunkle sieht man fast nichts. Da ist sogar noch Erz für uns. Das eitert ja voll in Arbeit aus.
Jupp. So, und zack, zack, zack. So, haben wir Glück. Ja, Sämlinge, glaube ich. Waren welche dabei? Einer. Oh je. Drei werden wieder super. Zack. Zack. Da ist, glaube ich, gar keiner dabei. Oh. Glaube ich. Zack. Zack, zack. Zack. Aber hier, glaube ich, war was dabei. Einer, jawohl. Hüpf. So. Vielleicht haben wir Glück und von denen hat noch jemand was. Zack. Zack. Hüpf. So. Da war, glaube ich, wieder nichts. Oh je. Zack. Zack, zack. Zack. Ich glaube, da steigen wir auch leer aus. Jupp. Hurra, hurra. Und da hätten wir noch einen. Ah, da oben ist noch einer. Zack. Zack. Das ist gar nicht mal so einfach hier, ne? Da ist noch der letzte. Zack. Zack. Ich hoffe, dass uns die Karte dann irgendwann mal wieder hierher führen kann. Wenn wir genügend Sämlinge haben. Da oben ist ja auch was. Alter Schwede. Ach. Oh, jetzt ist natürlich wieder Nacht geworden. Ich Pfosti, jetzt habe ich das vergessen, da drüben zu machen und zu holen, was da geschwebt hat. Mann, Mann, Mann. Da drüben, ne, da hat ja was geschwebt. Hui. So, zack. Zack, da stelle ich mich jetzt gleich bereit. Das habe ich vorher auch gesagt, ich weiß. Aber diesmal versuche ich es wirklich. So, ein bisschen Gräser, ein bisschen Gras wäre super. Dass wir hier könnten Bäume anpflanzen. So. Das wäre spitze. Das wäre super. Das wäre schön. La la la. La la. Blö. So. Jesus, na. Also questtechnisch könnte man da echt schon, also einiges schon erfüllen, glaube ich. Vor allem dieses Furzmoors wollte ich mal wieder. Ist da schon was resettet? Ja, Gott sei Dank, es resettet. Ah, dauert halt nur eine Zeit. Zack, zack, zack. Wäre sonst ein Problemchen eigentlich, ne? Wenn diese Erze, so wie bei Gothic zum Beispiel, dann für immer weg wären. Dann würden wir hier bald nichts mehr bauen können, fürchte ich. Oder verkaufen, wie auch immer. So, es könnte wieder Tag werden. Apropos Fallen stellen. Das können wir auch ausprobieren, ne? Wir sollten ja ihm einen Pelz bringen. Dann würde ich sagen, Heureka, versuch mal unser Glück, ne? So. Du hast eine Falle. Platziere sie mit X. Wenn die Falle zugeschnappt hat, kannst du sie einsammeln. Irgendwie tun mir die Viecherlein leid. Muss ich ganz ehrlich sagen. La la la. Ist das nicht Ruhe? Na, das sind einfach nur Sachen zum Kaputthauen. Zack. Kräutersamen. Cool. Können wir für unser Beta nutzen, falls ich irgendwann jemals wieder in meinem Leben zurück zu unserem Bauernhof komme. So. Da habe ich irgendwo ein Fleckchen gesehen. Ich glaube, da drüben irgendwo.
Oder ich mich... Na, da ist es. So. So. Da hätten wir noch ein paar Gräser, sehe ich gerade. Ich warte darauf, dass es Tag wird. Ich möchte gern wissen, ob wir dieses arme Viechlein hier fangen können. Ob das so klappt. So, bin schon weg. Ich hoffe, das hier hat dann nichts mit der Popularität zu tun. Dass wir hier dann unabsichtlich alles ausrotten. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Hat hingehauen? Nö, da habe ich jetzt nur unabsichtlich die Falle hingestellt, glaube ich. So. Bin schon weg. So, dann gucken wir mal, ne? Ja, quack. Quack, quack. Wie geht das jetzt mit der Falle? Aha. Läuft er da jetzt automatisch rein, oder? Quack, quack. Aha, ich glaube, da ist schon was passiert. Die ist zumindest zu. Ja! Ist die Falle jetzt noch da? Na, die ist weg. Aha, okay, das Viech stirbt so in dem Sinne nicht. Das freut mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der tut einfach so sammeln. Fälle, einfach so. Das ist gut. Ah. Müssen wir nur warten, bis die zuschnappt. Wobei, vielleicht kann ich die Falle so mitnehmen. Kann ich sie für anders mal verwenden. Dann können wir um die Quest jetzt abgeben, weil der will ja einen Pelz haben. Eureka, hüpf. Und ja, dann versuche ich mal... Oh, der Party schwört zu Ende. Dann versuche ich mal, keine Ahnung, Quests mal zu erfüllen. Mehr als die zwei, also den einen hier, also ja. Ah, da oben, das will ich auch noch anschauen. Weil ich gerade sehe, dass es hier leuchten tut. Das will ich noch schnell machen. Was ist das hier jetzt, Herrschaftszeiten? Kann ich da jetzt runter, oder wie? Tatsächlich. Okay. Okay. Lyabutblum. Hallo, was tust denn du da? Bombexe sind hochintelligent und spielen einander Streiche. Aha. Alter, wie schön. Das ist ja schrecklich, ne? Das meine ich damit. Du gehst irgendwo hin. Mein Gott, seht ihr jetzt? Das sind so kleine Hirschsteinböckchens. Rehsteinböckchens. Oh mein Gott, bist du süß. Oh, hallo. Na du? Hallo? Hallo? Gib ihm einen Gegenstand. Liane. Ja, gib ihm eins. Das schau mal. Mein, bist du lieb. Ja? Ich würde dich gerne mit nach Hause nehmen. Okay, das wird nie mehr enden hier. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!